Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute im Video. Ihr seht schon, ich sitze im Auto und zwar geht's heute ins Kino. Ja, das erste Mal nach, oder nee, während Corona, sagen wir mal so, nicht nach, während Corona ins Kino und zwar zu Tenet. Ich schaffe es endlich, hole jetzt meinen Kumpel ab und dann geht's los. Dann werden wir bestimmt beide nochmal ein bisschen quatschen, aber hier so eine kleine Einführung schon mal. Ja, mal so ein kleiner Erfahrungsbericht soll es ja einfach so werden, wie das einfach so ist oder wie wir das wahrgenommen haben. Wir haben hier schon so ein Und Zettel hier, den wir vorher ausfüllen müssen mit Adresse und so weiter, damit es wohl im Kino schneller geht. Aber da wird dann gleich noch, oder ja, ihr werdet mal erfahren. Wir müssen mal so ein Bericht, wie uns das gefallen hat, ob das okay ist so oder wie das bei unserem Kino so ist. Ja, viel Spaß. So, ich hatte es vorhin schon mal angefangen gehabt, das Video. Schon wieder fange ich mit so an. Ich habe mir so gefallen, letzten Videos immer mit so anfange. So, letzten schon öfters. Ja, weil in den letzten Vlog, du merkst, wenn du so in diesen bestimmten Abständen hast, merkst So, du es ja nicht so. so. Aber wenn ich beim Schneiden denke, oh, ich fange schon wieder mit so und so, wir sind hier so. Dann Aber wird ja. das Video noch ein Trinkspiel draus. Ja, ein Trinkspiel oder ein Gewinnspiel mal irgendwann. Aber naja, ist egal. Wir sind jetzt hier in unserem Kino angekommen. Mal gucken, wann warst du das letzte Mal? Waren wir bei Bad Boys, oder? Ja, das war letzte Das war Woche. letzte Mal im Februar und ich war danach nochmal bei Der Unsichtbare, hieß ja so, genau. Das war mein letzter Kinofilm. Ich glaube, das ist jetzt mein dritter Film dieses Jahr. Der zweite jetzt so. Nee, jetzt ist der vierte Film, den ich jetzt gucken würde. Ich hatte ja noch geguckt, 1917 hatte ich noch geguckt dieses Jahr im Kino. Wir können uns der zweite sein. Viel war nicht. Ja, und jetzt gucken wir Tenet. Ja, wie gesagt, mit Corona. Mit Corona scheint Hier Dings, Maske müssen wir auch noch aufsetzen. Naja, mal gucken, wir berichten nach dem Kino, wie uns das denn so mit der Maske und allem, wie das hier so abläuft bei uns im Kino. Und dann, und wie wir den Film so ein bisschen fanden. Und ein Review kommt natürlich dann nochmal extra. In diesem Sinne, mal gucken. Gehen wir erstmal rein. Jawohl. Ich wollte gerade wieder sagen. Ja, ja. Ja, wir sind gerade raus aus dem Kinosaal. Ja, wie war denn so für dich in Corona-Zeiten? Schon lästig mit dieser Maske, diese ganzen Faxen. Ja, aber war jetzt zum Glück nicht so voll. Also wir mussten Maske im Saal, also jetzt, wenn du drin bist, Karten bestellst, dann kannst du dir diesmal ja nicht mehr die Plätze vorher buchen irgendwie. Nee, nicht mehr. Du kannst nur die, also wir haben ja dann hier gleich die Karten geholt und dann weist er dir da irgendwie so Plätze zu. Wegen Abstand irgendwie. Hab ich mitgekriegt, da war es ja schon dicht dran. Naja, und dann musst du halt am Ende warten, bis Personal kommt und dann sagt, erst die sind raus, dann dürfen die raus. Da war bloß eine Handvoll Leute drin. Aber ja, ich stell mir vor, der Saal wäre voll. Dann sitzt ja noch eine halbe Stunde, bis du rauskommst. Ja, wo es anfängt, ja. Naja, ein bisschen komisch, aber so ist das ja, was willst du machen, ja. Film, wie fandst du? Kurzweilig. Kurzweilig, ja. Also ich muss sagen, am Anfang muss man ein bisschen rinfuchsen, wie das gemeint ist mit dem Hin und Her, aber dann, also, wie gesagt, der hing nur über 2 Stunden und kam mir auch nicht so lange vor. Genau. Wie gesagt, mein Review müsst ihr schon gesehen haben. Habe ich schon meine Meinung gesagt. Also, das Video müsste schon raus sein, das kommt danach. Ja, ist auch mit der Zeit, weißt du? Ja, ja. Gut, in diesem Sinne, soll es auch wieder gewesen sein, sollte nur ein kleiner Eindruck sein, wie uns dieses Kinoerlebnis hier gemundet hat, wie man so schön sagt. Ja, wie gesagt, wenn euch Video gefallen hat, Daumen nach oben, natürlich Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Natürlich, ja. Und in diesem, Glocke. Ja, meine Glocke. In diesem soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.